Hallo Thomas. Grüß Gott. Ich habe wieder was mitgebracht. Hui. Ja. Und du weißt wahrscheinlich, wenn ich das hier auspacke, was es dann bedeutet. Es gibt was zu trinken. Es gibt was zu trinken. Hallo, schau mal her. Hier. Komm mal hier. Im modischem 70er Jahre Grün. Genau, es ist nämlich von Artbeck. Ist da Schlehenfeuer drin dann später? Ach, hör auf, du Penner. Ich habe hier was ganz, ganz Tolles bekommen. Nämlich ein 21-jährigen Artbeck. Fläschchen, 370 Euro. Oh. Und habe hier die Probe bekommen. Meine Frau hat mir gesagt, ich darf es nicht alles an dir verfüttern. Wie alt? 21 Jahre. Ist ja älter als wir. Ist der 20, ja. Es ist der 21. Ja, das machen wir hier, schau mal her. Genau, hier, zeig mal. Gucken. Oh. Kann man sehen? Ja, man kann es, glaube ich, sehen. Und Artbeck, wie du ja sicherlich weißt. In Wahrheit ist es Kamillentee. Nein, ist es nicht. Okay. Wie du ja sicherlich weißt, war vor 21 Jahren das große Problem, die Distillerie war kurz vor der Pleite. Natürlich. Und Mickey Heath, der Chef von Artbeck oder der Oberdestillator, hat gesagt, nein, wir ziehen das durch, wir lagern noch ein Whisky ein, wir machen was. Artbeck wurde gekauft und diese Fässer, die jetzt vor 21 Jahren eingelagert wurden, wurden jetzt letzte Woche angeschlagen und aufgeschlagen und ich habe eine der Proben bekommen und will die natürlich mit dir teilen. Wie gesagt, werden im Artbeck Store für 370 Euro vertickert. Jetzt machen wir ein bisschen Tasting. Wie gesagt, ich darf dich nicht ganz besoffen machen, weil die Frau hat gesagt, sie will auch unbedingt was haben. Ja. Doris, du kriegst was ab, keine Angst. Also es ist jetzt grün. Wollen wir das nicht in ein weißes? Nein, du trinkst aus einem Becherglas oder was. Ja. Wir haben im Zimmer noch so ein komisches Plastikdinger. Vielleicht willst du das nehmen. Ich habe hier mal die Pressemitteilung mitgebracht, um was es da geht, wie es denn uns schmecken soll. Erzieher. Ja, jetzt warte mal. Ja, okay. Es riecht wie Whisky. Wollen wir mal riechen? Oh. Immer zuerst riechen. Oh. Traf, ne? Traf. Also Artbeck ist ja bekannt, das ist ganz oben Schottland, das ist windig, also es ist heftig. Also es ist ein leichter Goldton, steht in der Pressemitteilung. Sehen wir jetzt nicht, das ist Grünton, aber ist egal. Ja. Auf der Nase, teeriger Rauch. Ja. Jawohl. Hm. Artbeck Iced Cream, was ist das? Ich weiß nicht, ja, ist aber einfach weiter. Mal Stück. Schwarzer Pfeffer mit Kräuternoten. Pfeffrig, okay. Ja. Beim Abgang wird es heftig Kräuter, sein. Kräuter, hm. Steht im noch Geschmack. Da? Okay. Pfefferig, Lakritze, Holzkohle, Pfefferminze und Vanille. Okay, also ein Hauch von Gewürzen, der zu einem langen, beruhigenden Widerhall von Kohleteer, Anissamen und rauchiger Butter führt. Also genau das, was wir trinken wollen, wenn wir Artbeck-Whisky trinken. Ja, wenn wir gerade keine rauchige Butter haben zum Essen, kann man sie auch trinken. Für 370 Euro. Ja, das ist nett. Also hau weg das Zeug. Nein, herzlichen Dank an Artbeck, dass wir es bekommen haben. Super. Und ich bin total nervös. Darf ich das jetzt einfach? Ja, ich darf. Achtung. Boah, ist das gut. Hammer. Der Wahnsinn. Pfeffer ist dabei, oder? Boah, wir hatten schon Schlechteres. Deutlich. Mm. Ich weiß nicht, liebe Doris, ob da was lecker übrig bleibt. Ist muss ich jetzt lecker mal gucken. Also, Leute. Oh, komm, ich muss nochmal. Mm. Kauft euch die 21 Jahre alten Fässer. Und probiert das Zeug. Und es ist sogar, glaube ich, hier, wenn man mal schaut, glaube ich, ist sogar da unten die Unterschrift vom Chef irgendwie drauf auch noch, ne? Ja. Das für die 300, 370 Euro. 46%. Da. Boah. Also erhältlich ab 21. September. Das demnächst ist jetzt, ja. http://artbeckshop.de. Artbeckshop in einem Wort.de. Da kann man das Zeug kaufen. Für wenig Geld. Also jetzt Prost und sehr guter machen. Stoff. Danke. Prost. Ich trinke weiter. Tschüss. Hm?